Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Story of Seasons Pioneers of Olivetown. Ich bin euer Basti, schön, dass du da draußen wieder eingeschaltet hast. Das Angelturnier geht bald los, vergiss das nicht. Hier, guck mal, ich habe was für dich, ein Fulgurit. Oh mein Gott, bist du sicher, dass ich das haben darf? Na klar, dass du das haben. Wir brauchen noch 4-mal Orikalkos, damit wir die Aufgabe mit dem Schrein erledigen können. Wir werden es nicht in der Folge heute schaffen, denke ich mal. Mal sehen. Oh, da können wir neue Früchte reinpacken. Was packt man da rein? Machen wir mal Kirschen? Eigentlich müssten wir Mangos machen. Mangos gibt viel mehr. Weil das sind nämlich 5er Mangos. Okay, dann machen wir Mango-Marmelade. Hier haben wir sogar ein bisschen Kaffee, ein bisschen Wolle. So, wie viel Orikalkos haben wir hier bekommen? Da läuft definitiv noch was durch. Ja, 3. Okay, dann haben wir es in der. Dann haben wir es in der nächsten Folge. Das ist sehr gut. So, da ist auch noch ein bisschen was fertig. Jetzt verkaufe ich erstmal den Rest hier. Kaffee gibt 302. So, dann schauen wir mal, ob wir was ernten können. Nö, doch, Brokkoli können wir ernten. Der wächst sogar nochmal nach. Das ist sehr gut. Oh, 10er Brokkoli, den können wir verkaufen. Vielleicht sollte ich mir auch immer ein bisschen mal was aufheben. Aber ich glaube, 10er Brokkoli und sowas haben wir eigentlich dann in unsere Gärten. Da können wir nämlich den verkaufen. Dann gucken wir erstmal, was wir hier an Samen bekommen. Auf jeden Fall Ananas wieder, sehr schön. Oh, hier ist auch noch ein Kohl. Den nehme ich mit. Das ist nur ein Nuller Kohl, der wird verkauft. Das ist egal. So, also Ananas kommt, das kommt hier hin, das wird verkauft, Ananas hebt mal auf. Da wäre nochmal ein Kaffee fertig, aber okay. Also der kommt weg, der bringt auch einiges. Wie gesagt, das mit dem Orikalkos werden wir in der nächsten Folge erst machen und es schneit definitiv immer noch. Und ich muss auf jeden Fall, denke ich mal, wieder ein bisschen Futter nachlegen hier, oder? Ja. Sehr schön. So. Pilze sind noch nicht fertig. Dann kann ich mich jetzt um meine Tierchen kümmern. Na, komm her, Hoppelhäschen. So, da gibt es wieder einiges an Milch. Eier werde ich auch ein bisschen was kriegen. Oh, es gibt ja pinkfarbene Wolle. Sehr schön. Und irgendwo... Nee? Hab ich alle? Ich habe alle erwischt. Okay. Dann holen wir uns jetzt die Eier noch raus hier. Mal sehen, wie viel wir bekommen. 3er, 4er, 5er. 3er, 6er. Vielleicht bekommen wir auch bald 7er Eier. Das könnte natürlich auch klappen. So... Wenn ich da 4 reinpacke, sind aber nur 3er. Ich würde sagen, ich sammle erstmal Eier. So, das nehme ich mit. Ich mache mal keine Mayonnaise heute da draus. Aus den Eiern. Ich werde das einfach wieder reinpacken, bis ich genug habe. Aber ich kann auf jeden Fall 3-mal da und 3-mal da reinpacken. Melonen sind noch nicht fertig. Aber Ananas ist wieder fertig. Wie sieht es mit den Blumen aus? Dauert auch noch ein bisschen. Aber ich glaube, die kann ich ernten. Moment, das waren, glaube ich, die für den Winter, oder? Ja. So, habe ich noch einen einzigen... Na, das mache ich dann. Das mache ich dann. Ich muss mal schauen. Hier habe ich, glaube ich, auch noch Blumen gehabt, die ich... So, passt. Sehr schön. Holz nehme ich mit. Hallo? So, das nehme ich alles mit. Das nehme ich 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 mit. Das, das und das.
Packe ich gleich 8-mal hier rein. Also, das weg. Das. Die 6er Blumensamen. Okay, dort oben kann ich was Neues reinmachen. Was haben wir denn noch hier? Wir haben Diamanten. Ich nehme aber, glaube ich, Smaragde. Moment. Der kommt noch zurück. Und dann kommen hier oben 10-mal Smaragde rein. Hier kann ich noch ein bisschen Zucker machen, das nehme ich mit. Ich schau gleich mal. Nee, das ist noch nicht fertig, okay. Ah, das Holz war fertig hier. So. Ich glaube, hier unten im Gewächshaus war nichts. Nee, das braucht alles noch ein bisschen. Gut. Ach so, zu meine Kühe muss ich ja noch. Stimmt. Da kann ich mir auch noch ein bisschen was holen an Milch. Büffel und Kuhmilch. Krieg ich verschiedene Milch, das ist nicht so gut. Okay, 5-mal normale. Aber ich darf euch nicht rauslassen, oder? Nee. Ihr wollt nicht raus, es tut mir leid. Ich hätte euch gerne an die frische Luft gelassen. Aber ja, okay, warte mal. Also, 5-mal hier. 2-mal hier. Das ist fertig. Das ist auch fertig. Habe ich noch 2-mal Milch übrig. Hebe ich mir noch auf. Hebe ich mir auf. Pilze werden auch schon wieder fertig. Die Bäume hier, die stören mich danach ein bisschen. Ist okay. Der Samen ist fertig. Kaffee kann ich noch verkaufen. Dreimal das. Dreimal das. Da ist schon. Oh, da ist Orichalkos fertig. Oder? Ja. Dann kann ich sogar die 20 Orichalkos abgeben. Haben wir das auch erledigt? Sehr gut. Moment, Zucker kann ich hier noch reinpacken. Da habe ich noch meine 6 Blumen. Meine 6 Blumen muss ich noch hier unten hinpacken. Und einmal ein bisschen Wolle hier oben noch. Und jetzt habe ich schon noch gerade eine Nachricht gekriegt. Das ist ärgerlich, aber okay. Also weg, weg. So, dann geht mal das Orichalkos gleich ab, würde ich sagen. Ich guck mal ganz schnell auf mein Handy, ihr Lieben. So. 20 mal Orichalkos, dann wird wahrscheinlich der Schrein am Ende der Folge heute fertig gebaut. Ich hätte nicht gedacht, dass wir das hinkriegen. Oh, einmal gegen die Tür gefahren. Aber jetzt können wir 20 mal Orichalkos abgeben. Haben wir den Auftrag auch erledigt. So, Rosa 4 habe ich natürlich jetzt nicht mit. Wir könnten trotzdem mal zur Fee gehen. Obwohl, der Schrein sieht dann wahrscheinlich schöner aus, wenn wir den... lass mich mal durch. Wenn wir den repariert haben und dann gucken wir uns den mal genauer an. Vielleicht gibt es ja dann wieder ein bisschen was zusätzlich, was wir dann da machen können. Aber eigentlich ist er ja nur repariert. Der hat ja dann keine neuen Funktionen.
So. Achso, ich wollte ja hier gucken. Also, das wird verkauft, das wird verkauft. Hier war was fertig. Das war, glaube ich, ja für den Winter. Ja. Ja, das war für den Winter. Das war nur zweimal, aber ist ja egal. Und in den Blütenwind, in den Sommergarten muss ich noch gehen, weil da waren wir ja beim letzten Mal nicht. Die anderen Gärten haben wir ja durch, denn könnten wir da nämlich wahrscheinlich im Immersonnengarten auch wieder ein bisschen was ernten. Das sind vielleicht die Früchte, auf jeden Fall die Marmelade ist fertig. So, und ja, guckt mal, sehr gut. Also, 54 mal Mais, 10 mal Kürbis. Wow. Okay. Oh mein Gott, ist hier viel Mais fertig. Ist hier viel Mais fertig. Bananenmarmelade ist auch fertig. Moment, warum ist der nicht fertig hier? So. Hier hinten ist noch einer. Ansonsten habe ich hier, glaube ich, alles, ne? Okay, dann schauen wir mal. Also, hier haben wir den guten Mais drin. Wir packen mal den normalen Mais rein und dann, was haben wir denn hier? 16 mal den für 185. Oh, wir haben genug eigentlich, ne? Wir haben eigentlich viel zu viel hier. Deswegen werde ich das verkaufen und werde den 10er Mais hier ansehen. So. Sehr schön. Moment, hier hinten haben wir noch eine Stelle. So. Ah, wir kriegen da immer ziemlich viel Samen raus. So, Marmelade läuft ja, glaube ich, noch genau. Dann kann man den Maissamen hier zurückpacken. Hier haben wir sogar noch Zitronen drin. Oh, wir haben ja. So, das. Das packen wir alles dahin. Okay. Den Rest verkaufen wir. Wir gehen nochmal zu der Erdgnome. Vielleicht haben wir jetzt den Angelknoben auch voll. Ich weiß nicht, ob wir so genug Knuffis da gesammelt haben. 10 nur. Ah, reicht noch nicht ganz. Da fehlen uns noch 3. Okay. Aber wir gehen heute mal schauen, was die hier mit... Oh, die haben viel Fisch mit. Okay, Holz, Holz, Holz. Die Taschen sind schon wieder voll. Ah, bei dem Fisch bin ich mir nicht sicher, was ich da, jetzt bin ich aber, glaube ich, trotzdem voll, ne? Was machen wir mit dem Fisch? Vielleicht kann man den auch fürs Museum spenden. Ich müsste auf jeden Fall diese Krabbe fotografieren, die ich da das eine Mal verpasst habe. Ich muss mal sehen. Ich muss eigentlich, muss ich ins Museum. Das verkaufe ich, das verkaufe ich. Das brauche ich alles nicht. Ja, das ist nicht so gut. Das weg, das weg, das weg. Das auch noch weg. Die Blumen, die... Da kann ich eigentlich Farbe draus machen, ne? Dann wird die Maschine auch mal wieder...
Gibt's blaue Farbe, sehr gut. Ja, kann ich die andere auch noch verkaufen hier. Bei dem Fisch gucke ich jetzt mal. Samstag, da müsste es eigentlich aufhaben. Dann nehme ich das mit, dann gehen wir unsere Süße besuchen im Museum. Und wenn wir Glück haben und wir können den Fisch spenden. Ansonsten verkaufe ich den oder mache irgendein Essen draus. Also kochen tue ich ja sowieso nicht so gerne. Das müsste ich auf jeden Fall öfter machen. Aber mal sehen, vielleicht haben wir ja Glück und hier ist gerade ein Fisch dabei, den wir noch nicht gespendet haben. Ich glaube es zwar nicht, aber mal sehen. Hello. Fisch spenden. Oh ja, 3 Stück sogar. Guckt mal. Na, dann spenden wir die doch. Dann spenden wir die. Wenn wir die hier bekommen haben. Hier hinten kann ich nichts mehr spenden. Hier vorne ist auch alles voll. Dann spenden wir den halt da. So. Ich habe noch 2 andere, die ich spenden kann. Sehr gut. So, dann können wir den noch spenden. Sehr gut. Dann füllt sich zumindest so ein bisschen unsere Sammlung hier unten im Museum. Hello. So, ein haben wir noch. Ein Dorsch, den hatten wir auch noch nicht. Hätte ich eigentlich gedacht, müsste ich vielleicht öfter machen, wenn ich von den Erdgnomen was kriege, vom Anglergnomen. Dann kriege ich vielleicht die Sammlung auf. Aber die Krabbe muss ich definitiv noch fotografieren. So, und du begutachtest mal ein bisschen was. Nur Stoff da drin, das war nicht so gut. Ah, das sind ja nur diese kleinen Sachen, da ist nicht so viel drin. Okay, 1 hatte ich glaube ich noch, ne? Ja. Ah ja. Stoff kann ich ja nicht spenden. Gibber ein Stück habe ich auch schon, habe ich sogar 2 gehabt. Okay. Hätte ich eigentlich Beth was schenken können. Mit der Krabbe kann ich ja... Vorsicht, hier geht's runter. Mit der Krabbe hätte ich auch kochen können. Oder könnte ich kochen. Ich kann sie natürlich auch verkaufen. Ich weiß nicht, ob das was bringt. Ach, müssen wir mal sehen. Na gut, den Stoff... Den hebe ich mal auf, den packe ich... Ah ne, der Pack kommt eigentlich woanders rein, ne? Okay, graue Wolle kommt da noch, also kommt der zurück. Kaffee nehme ich mit, Marmelade ist ja auch nochmal fertig. Ne, noch nicht ganz, aber nachher. So, und dann schauen wir mal, was wir hier noch kriegen. Aber das weiß ich nicht, ob ich das direkt verkaufen kann dann. Okay, einmal Käse noch. Stoff war ja hinten, ne? So, Melonensamen. 6 Mal. Nee, das ist noch nicht fertig. So, sieht doch ganz gut aus. Okay, der Käse ist auch fertig. Wir haben schon noch 5:09 Uhr. Hab noch ein bisschen Luft. Die Frage ist, was kriege ich da jetzt verkauft noch von? Alles. Alles klar. Sehr gut. Wo gehen wir dann hin? Was machen wir denn da jetzt noch? Muscheln könnte ich hier im Moment. Moment, hier ist noch eine Pfütze, die brauche ich noch. Warum kriege ich keine Antwort auf meine Nachricht jetzt? Aber ich könnte gucken, ob ich hier vielleicht noch eine Krabbe finde, die ich vielleicht fotografieren könnte. Könnte theoretisch gesehen auch noch ein bisschen Holz hacken.
Das ist eine schöne Blume. So, mal gucken. Da ist nix. Hier ist auch nix. Schade. Passt nicht. Aber ich glaube, hier unten ist dann auch nichts anderes mehr. Wie ich immer daneben fuchtle. Das Dreckwasser muss weg. Hey, neue Errungenschaft freigeschaltet. Sehr gut. Hier ist nur Salz. Kein weiteres Tierchen. Oh, da, das, also ein weißes Hermelinchen hatte ich schon, glaube ich. Das brauche ich jetzt nicht. Wir plündern mal die Pfützen hier. So, Gold hätten wir hier oben natürlich auch noch. Wir hacken noch ein bisschen. Wir hacken noch ein bisschen Holz. Uah. Okay. Hier stehen aber viele Bäume rum, die gefällt werden. Okay, ich denke mal, das reicht. Dann nehmen wir das noch mit. Meine Nase läuft. Wahnsinn. Okay, da wäre auch was fertig. So einen kriegt man noch. Packen wir das erstmal zurück. Das und das. So, Blumensamen ist jetzt auch fertig. Ah, den lassen wir noch ein bisschen durchlaufen. Der braucht noch ein bisschen. Hier unten können wir noch einmal Käse mitnehmen. Okay, da dauert es noch ein bisschen länger, bis der fertig ist. Wie gesagt, verkaufen kann ich jetzt nichts mehr. Kann ich noch ein bisschen was an Stein eigentlich? Ach, hier war Illusionsholz. So. Farbe wäre auch noch fertig. Also, das kommt da rein. Das. Habe ich hier nicht oben noch eine Kiste irgendwo? Wo habe ich denn die Farbe drin? Habe ich die hier vorne drin? Keine Ahnung, ich packe die einfach mal mit hier rein. Ihr könnt mir ja sagen, wenn ich die woanders drin gehabt habe. Da bin ich mir nicht so richtig sicher. Okay. Also, das noch weg, das noch weg. Was bringt denn mehr, die Marmelade oder... Ja, der Kohl bringt nicht so viel, ne? Aber die Viererblume kann ich eigentlich aufheben. Ja. Die Viererblume kann ich aufheben. Die packe ich mit hier rein. Vielleicht haben wir die ja schon nicht. Ne. Hat man noch nicht. Und dann ist es Zeit, definitiv ins Bett zu gehen. Und morgen startet dann das große Angelturnier, welches wir zusammen bestreiten werden. Sehr schön. Hallo, meine Süße. Ja, ich müsste da unten auch ein paar Stühle mal hinstellen. Ja, morgen ist das Angelturnier. Alles klar. Ich habe 10 Rubine, die kann ich dann verschenken, wenn ich mit den Leuten spreche. Und der Schrein müsste fertig sein jetzt. Brokkoli, was haben wir denn eigentlich? 90.000? Ich habe jetzt gar nicht so richtig geguckt. Oh, neues Baby.
Oh, eine ein Babybüffel. Da müssen wir jetzt natürlich einen Namen vergeben, ne? Wie nennen wir den? Gute Frage, gute Frage. Ja, haben wir schon. Entschuldigung. Ich nenne sie Farah. Farah ist ein schöner Name. Meine Nase macht mir zu schaffen. So, unser Büffel heißt Farah. Und jetzt müssten wir eigentlich noch den Schrein fertig haben. Eigentlich. Nee, doch nicht. Okay, dann schauen wir im nächsten Part, wie es weitergeht. Ich hoffe, ihr schaltet wieder ein. Heute ist das Angelturnier. Mal sehen, wie gut wir abschneiden. Also, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Euer Basti. Tschüssi.